Die geometrische Bedeutung für das Vektorprodukt. Ich habe zwei Vektoren, die ich miteinander multiplizieren will. Die zeigen jetzt beide hier in die Ebene rein. Das Vektorprodukt muss auf beiden senkrecht stehen. Es muss irgendwie so laufen. Es muss irgendwie in diese Richtung laufen. Senkrecht auf beiden. Und ich weiß seine Länge. Die Länge ist nämlich Produkt der Länge der beiden mal den Sinus. Also ich könnte sagen, wie lang es ist. Und was ich jetzt noch nicht weiß, ist, das zeichnest du nach da mit der gegebenen Länge oder zeigt der Vektor, den ich da rauskriege, nach da mit der gegebenen Länge. Was an dieser Stelle echt schwer zu erklären ist, ohne dass man Determinanten kennt. Das Vektorprodukt zeigt so, dass diese drei Vektoren A und B und A kreuz B so zeigen wie die x, y, z Einheitsvektoren. Also wenn x und y z so liegen, x, y nach hinten, wenn die, wie es so schön heißt, ein rechtshändiges System bilden, Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger, Daumen für x, Zeigefinger für y und der Mittelfinger für z. Wenn die rechtshändig sind, x, y, z, ist auch diese Kiste hier rechtshändig. Das heißt, dieser zeigt uns entgegen, der kommt raus und die stehen hübsch senkrecht aufeinander. Auch wieder mit der rechten Handregel, dann, wenn x, y, z rechte Handregel erfinden. Den Daumen in die Richtung, den Zeigefinger in die, den Mittelfinger in die Richtung. Wenn meine Koordinaten rechtshändig sind. Bei den Physikern und Ingenieuren sind die Koordinaten rechtshändig. Wenn sie Computergrafik machen, sind die Koordinaten auch gerne mal linkshändig. Vorsicht. Alle anderen können sich die rechte Handregel merken. Das ist die Richtung. Also, das Vektorprodukt steht senkrecht auf beiden Faktoren, zeigt in diese Richtung. Warum das so ist mit der Richtung, später über die Determinante, das ist ein bisschen schwierig zu erzählen. Und dann weiß ich noch die Länge. Das hat was mit dem Sinus zu tun. Das kann man auch ganz praktisch interpretieren. Die Länge von dem Vektorprodukt ist die Fläche von diesem Parallelogramm. Wenn Sie sich erinnern, wie das mit der Fläche eines Parallelogramms ging, das war Höhe mal Grundlinie. Diese Höhe hat was mit dem Sinus zu tun. Wenn Sie diese Fläche hier ausrechnen, haben Sie die Länge von dem Vektorprodukt. Oder umgekehrt, typischerweise wird man die Fläche von so einem Parallelogramm ausrechnen, indem man das Vektorprodukt bildet und davon die Länge.